So, hier mit Nikolaus im Hintergrund und Giraffe. Heute geht's ins Legoland Oberhausen. Es ist kalt, es ist nass, keine lange Anmoderation. Direkt reingehen. Kommt mit, Jungs. Guck mal hier, mehr Kinderwagen als bei Kinderwagenhersteller. Okay. Hier gibt es einen Einblick in die Produktion von Lego-Teilen. Es wird ja aus Öl gewonnen, ne? Das sollte man nicht vergessen. Oh, Kind. Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Schön. Dann kommen hier Steine raus. So. Da kommt unser Ding in hier. Sea Life nachgebaut. Flughafen Düsseldorf. Ja, hier ist jetzt so eine Weihnachtswelt. Hier kann man dann Autos bauen, ja, für so Rennstrecken dort hinten. Und hier wiederum kann man dann Häuser bauen und denen dann den Test unterziehen, ob sie standhalten einem Erdbeben. Hier lernt man dann zusammen wohl ein bisschen das Aufbauen von Lego-Figuren. Auch ein paar bekannte Sachen nachgebaut. Hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das ist, ich vermute mal Superman. Hier haben wir Michael Jordan, denke ich mal. Nummer 23. Wer das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Minion oder so. Und hier ist der bekannte Physiker Nikola Tesla, glaube ich. Oder Stephen Hawking, ich weiß nicht. Und hier unten, auch interessant, hat man Dr. Best nachgebaut. Ja, da hat man
auch den Bildungsauftrag erfüllt. Was haben wir hier? Trainingscamp Ninjago. Boah, guck mal. Das habe ich früher immer im Bus gemacht, wenn ich so durch die Lichtschranke wollte. Und hier auch. Das ist hier die Reinigungskräfte. Guck mal, der hat hier so eine Ratte gefunden. Der ist der Reinigungsmann mit dem Besen. Und er oder sie hat hier bestimmte Reiniger dabei. Hier Bodenreiniger und Glasreiniger und sowas. Aber die drei Jungs hier, die machen immer sauber. So, und am Ende natürlich, wie immer, Moment, so geht weiter, natürlich am Ende zu jedem Museum der Souvenirshop, wobei hier passt es natürlich sehr gut mit Lego. Das war's soweit, ich hoffe, war ein guter Einblick für euch.